point, point, comma, streak. Ready is the mountain. This is so awesome! Ja, nee, da habe ich jetzt total verpeilt, Boris. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du irgendwie mitkamst. Ich habe das irgendwie anders jetzt in Erinnerung gehabt. Ja, ja. Also ich muss mal gucken irgendwie. Jetzt geht es um mich ab. Also das ist ja, ich wüsste nicht mehr sonst noch hier aus der Ecke hinkommen. Ich habe ja selber keine Karte hier. Ja, hast du denn die Möglichkeit, wenn du mit dem Zug nach Nürnberg zu kommen? Könnte ich mal schauen, aber das ist ja bestimmt auch. Ich muss ja morgen früh um 10 Uhr da sein. Naja, aber wenn jetzt mal blöd gesagt, wenn ich jetzt 200 Euro geben würde, einfach für nichts tun und der Zug irgendwie 100 Euro kostet, dann ist das ja zumindest ein bisschen weniger und habt zumindest Arbeitsleistung. Ja, mit dem Zug, das ist ja, brauche ich ja 6 Stunden, da muss ich ja irgendwie, keine Ahnung, wenn ich um 10 Uhr da sein muss, ich weiß nicht, ob so früh schon mal fährt, kann ich gerade nachgucken. Wieso, bist du jetzt schon wieder drin oder was? Ich bin gerade Treppenhaus hochgegangen. Warum? Wieso? Steht vor der Tür oder was? Ja klar, Mann. Was denn jetzt? Komm runter. Wieso? Ja, weil ich jetzt hier an deiner Ampel gerade links über die Brücke fahre und dann in 8 Sekunden vor deiner Haustür stehe. Nee, jetzt wird nicht aufs Klo gegangen, jetzt komm runter. Ja gut. Ja, schön. Ach Boris, ist doch nicht böse gemeint. Herzlichst willkommen zur lustigen Festivalsause mit den Kalibanesen. Ja, heute der erste Tag, wo es auf die Open-Air-Saison-Festival-Rutsche geht. Boah, guck mal. Manchmal denke ich, es liegt an der Bus Company, warum wir so viele Pannen haben. Aber ich denke, es liegt nach wie vor doch nur an uns. Es liegt einfach an Caliban Erlebnisreisen. Unser Busfahrer ist hier in den Wendehammer reingefahren, wo überall LKWs stehen. Und hat sich jetzt gewundert, dass er hier nicht mehr rauskommt, weil die überall parken, wie sie wollen. Ja, jetzt mussten die Bullen kommen. Jetzt und muss anscheinend er jetzt mal hat es jetzt so weit funktioniert, dass unser Bus wieder gerade steht. Aber naja, willkommen sehen, bei Caliban Erlebnisreisen, würde ich sagen, oder? Wow, Bock geparkt. Halb 10. Die Fresse stinkt. Und da drin hat es auch einen Spiegel. Oh. Da kann Kali fahren, den Fauna nicht. So wie das Ding am Abend. Ach, guck mal hier, der macht es sich aber hier möglich. Ach so, ja, wie breit ist das? Der Ball ist mein Herz. Das ist immer das Ganze. Genau, wieder rein. Oder wieder raus. Und dann wieder. Der hat wieder geschissen. Der hat wieder geschissen. Alter. Kann man froh sein, dass es noch keinen Riech-TV gibt. Boah! Alter. Dennis, nochmal deine Frage zur Stunde. Ich wollte mal fragen, ich hatte eben ein DHL-Shirt an und jetzt habe ich ein Morbidell-Shirt an. Wer hat mir das gewechselt? Was ist da passiert? Guck mal hier. Ja, das ist ja irgendwas. Geil. Da ist es! Ja, da ist es! Ich war nicht anwesend. Das war vor 2 Minuten war das, ne? Ja.
Ich hatte ein Vans-Shirt an, als ich angekommen bin. Ja, stimmt. Das habe ich auch noch gesehen. Ja, Eier gezogen und dann wollte ich das eigentlich auch anhaben. Und jetzt habe ich das an. Da hat mir irgendjemand... das sind die Satanisten. Die haben mir das... Und jetzt tun sie so, als ob nichts wäre, ne? Alle, aber alle hier. Alle! Alle. Schmeckt's? Wer hat gefurzt? Boah. Das war jetzt ich. Boah. Du. Nee, ich weiß nicht. Boah. Ich weiß nicht. Boah. Der ist mal geil, oder? Ich höre nix. Guck mal, der Flo restiert. Auf dem Display. Sieht man sogar, oder? Ja. Menschen, Polizei, Mädchen, Männer, Nackte, Behinderte, Hutträger. Guten Tag. Willkommen hier auf der Showbühne, ne? Hat von gestern, aber ansonsten geht's eigentlich ganz gut. Ey, nicht filmen. Morgen. Also, Training Session. Rock am Ring 2011. Caliban! Schönes Entertaining-Programm. Wir fahren nämlich jetzt mal mit dem Jägermeister-Flugzeug oder was das ist. Ach komm, euch darüber bitte ein. Alles, was Spaß macht, ist verboten hier. Offenes Feuer, Boot aufmachen, Zigaretten und Getränke runterwerfen. Alles verboten. Sass? Sass, Junge! Egal, Tomaten! Meister! Meister! Wer ist deutscher Meister? Guck mal! Dem ist das nicht geheuer, ne? Wir auch nicht. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du da runterfällst. Guck mal runter. Wichser. Ganz schön unheimlich. Gaso, Meter, Caliban, Backstage, Dekadent. Aber ja? Nein, das darf man ja nicht erzählen. Muss man erzählen. Also wir spielen ja außerhalb der der Festival ist heute an den Dienstag in Wien mit Disturbed und Seven Dust. Und Caliban-Erlebnisreisen wären natürlich nicht Caliban-Erlebnisreisen, wenn alles glatt laufen würde. Und der ganze Tag lief eigentlich schon viel zu glatt. Das hat mich irgendwie sehr gewundert. Alle Flüge funktioniert, keine Verspätungen, Treffpunkt überall, alles läuft. Ja, jetzt hat unser Endorser Peewee vergessen, uns den Kram zu liefern. Was heißt, unsere
Gitarristen stehen quasi ohne da. Und bei Rock im Park ist uns, oder vielmehr Dennis, eine Gitarre kaputt gegangen. Durch einen Windstoß auf der Bühne, Sidedrop umgekippt, Gitarrenständer umgekippt, Gitarre kaputt. Jetzt hat unser Gitar-Tech die kaputte Gitarre in den falschen Koffer getan. Und Dennis dachte, da ist die richtige Gitarre drin, hat heute die kaputte Gitarre mit Navin geholt. Wir haben alle nur jeder eine Klampfe mit, um Gewicht zu sparen auf dem Flieger. Ja, jetzt hatten wir aber zum Glück, hat Ibanez, ne, hier unsere Buddies, Meinl in Deutschland, dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Klampfe hier aus dem Shop kriegen. Und Dennis kann die halt jetzt spielen. Ja, aber so sieht's halt aus. Ja, Erlebnisreisen halt, ne? Nicht nur Meinl in Deutschland macht das möglich, dass unser Gitarrist auch eine Klampfe kriegt. Nein, es wurde auch ein Schlagzeug hergeschickt. Komplett. Manche Leute ist einfach Verlass. Moin. Heute hat die Stunde X geschlagen. Nach langem Hin und Her darf der Marco mir jetzt den Kopf tätowieren. Ach, rasieren meine ich. Naja, klingt ja so ähnlich, zumindest die Maschine. Ja, hab gedacht, hier mit Boris als Glatzkopf, Schaller als Glatzkopf, machen wir jetzt einfach eine Skinhead-Band. Den Dennis, den machen wir auch wieder Plan. Ja, genau. Jetzt direkt ein Foto mache ich gleich von wem so. Wir sind hier die Hools dann, weißt du? Oh je, oh je. Ja, wir sind alt, ne? Also, da ist nichts mehr mit langen Haaren. So kurz aber nicht. Das ist auch stimmt. So, komm mal an, ne? Oh fuck. Oh fuck. Aber das ist aus jetzt gerade. Viel bescheuerter wie vorher. Nee, weil ich nee. Oben nur kurz hab. Hast du so verbrüht? Mando! Mando! Ist der geil! Lass mal! Bam! Da trittst du einmal aufs Gas! Kalt oben auf dem Kopf jetzt. Oh, weiß. Aber ja. Geh da runter. Ich will erst mal gucken, ob ich dir gefällt. Emma? Fett. Auf jeden Fall. Ja, geil. Wie steht ihr echt? Wollen wir auch keine Panik, ciao. Mach mal ein Bad Licht an, er verrückt mir den Spiegel guckt. Au, oh, wei. Gut, ne? Wir haben ungewohnt jetzt erstmal. Wei. Aber steht dir? Wei, so krass. Ja, das sieht krass aus, ne? Also brutal sieht's auch aus. Das ist echt mal ungewohnt. Au, oh, Mann, oh, Mann.